So, ich werde jetzt beginnen. Hallo und guten Tag. Es freut mich, Sie begrüßen zu dürfen zu unserem Webinar, in dem wir Ihnen Alma vorstellen werden, mal aus einer anderen Perspektive, nämlich für kleine oder Kleinstbibliotheken. Ich möchte mich selber kurz vorstellen. Mein Name ist Roland Rehberger. Ich bin gemeinsam mit meinem Kollegen Sven Cook im Vertrieb bei Xlibris für den deutschsprachigen Raum zuständig. Und meine Aufgabe heute ist eigentlich nur, Ihr Moderator zu sein und die Fragen, die Sie uns stellen können, beziehungsweise die Sie dem Präsentator stellen können, an ihn weiterzugeben. Ich bitte Sie, die Fragen in den Chat zu schreiben. Ich werde mich darum kümmern, dass sie weitergegeben werden. Es freut mich, dass Sie hier sind. Wir werden heute, wie gesagt, darüber reden, dass Alma für kleinere Bibliotheken einsetzbar ist, dass es für kleine und große gemacht ist, dass es leistbar ist, dass auch die Implementierung schaffbar ist und es gibt eigentlich keine bessere Möglichkeit, um das darzustellen, als jemanden zu fragen, der es wissen muss. Dazu möchte ich ganz herzlich den Christian Kieslinger begrüßen. Er ist Leiter der Bibliothek der Fachhochschule in St. Pölten. Eine relativ kleine Bibliothek, dazu wird er uns gleich mehr erzählen. Und ich möchte jetzt auch gleich an Herrn Kieslinger übergeben. Christian, kannst du mich hören? Ja, sehr gut. Sehr gut, dann würde ich jetzt an dich übergeben und bitte um deine Präsentation. Ja. Ja, hallo, grüß Gott. Mein Name ist Christian Kiesinger. Ich möchte Sie begrüßen. Ich schaue beim Fenster raus aus dem verregneten St. Pölten. Es ist kalt und grauslich draußen. Umso schöner, wenn man hier sitzt im warmen Büro und präsentieren darf. Dann beginne ich gleich mit der ersten Folie. Ich bin von der Fachhochschule St. Pölten. Die Fachhochschule St. Pölten ist eine kleine Fachhochschule. 1996 ist sie gegründet worden mit einem Studiengang. Man muss dazu sagen, in Österreich sind die Fachhochschulen erst sehr späte Gründungen, also nicht vergleichbar vielleicht mit Deutschland. 2021 eröffnen wir einen neuen Campus. Da schaue ich, wenn ich schräg rausschaue, schaue ich direkt auf die Baustelle des neuen Campus. Und ich freue mich schon sehr darauf. Wir haben derzeit 353 hauptberufliche Mitarbeiter, 842 nebenberufliche Mitarbeiter, also hauptsächlich nebenberuflich Lehrende und circa 3400 Studierende. Wir haben 26 Studiengänge, wir haben 23 Weiterbildungslehrgänge. Die Studiengänge sind aufgeteilt in sechs Departments, damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann. Wir beginnen Wir haben Sozialwissenschaften bei uns, Sozialarbeit, Sozialpädagogik, stark Soziologie natürlich damit. Dann haben wir wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge, Marketing, Kommunikation, Digital Business, Finanzkommunikation und dergleichen. Dann haben wir einen Schwerpunkt bei der Gesundheit. Das ist Gesundheit und Krankenpflege, Physiotherapie, Diätologie. Dann das letzte Standbein und das älteste Standbein eigentlich sind die technischen Studiengänge. Das Ganze hat angefangen 96 mit einem Medientechnikstudiengang. Also wir sind quasi so eine Art kleine Medienhochschule in St. Pölten. Daneben diesen Medienschwerpunkt haben wir Informatik, Security, Bahntechnologie und Creative Computing und so weiter und so weiter. Also wir wachsen jedes Jahr und hoffen, dass wir bald die 5000er Marke erreichen werden. Tja. Falsch jetzt. Also so schaut es jetzt aus. Da sitzt ihr an der rechten Seite beim beleuchteten Fenster, da sitze jetzt ich gerade im Büro und schaue raus beim Fenster. Es ist eine kleine Bibliothek, die sieht man eh sofort. Also eigentlich überblickt man da, was ist den gesamten Bereich. 16 Leseplätze, 300 Quadratmeter Freihandbereich mit diesen grauen Regalen. Öffnungszeiten haben wir immer sehr lang. Jeden Tag, von Montag bis Samstag. Reguläre Öffnungszeiten. Corona ist das, kann man das nicht mehr ganz so behaupten. Also die 62 Wochenstunden beziehen sich jetzt nicht auf unsere Corona-Öffnungszeiten. Obwohl wir jetzt auch weiterhin von Montag bis Samstag offen haben, trotz Corona. Wir haben Arbeitsplatz für Sie. Fünf Mitarbeiter in der Bibliothek und einen Helpdesk. Einen Counter, hauptsächlich mit Studierenden besetzt. Das Ganze, so soll es dann nächstes Jahr ausschauen. Unsere neue Bibliothek ab Sommer 21. Mehr Platz, es ist alles ein bisschen geräumiger, das Ganze. Vom Design komplett anders. Das ist schwarz-rot, was bisher dominiert, wird ab nächstes Jahr nicht mehr sein. Es ist mehr gedämpfte Farben. Und das besondere Highlight, das sieht man da jetzt in der Mitte des Bildes rechts. Wir haben dann einen direkten Zugang
ins Freie. Wir können also auch vom Garten in die Bibliothek gehen, beziehungsweise durch die Bibliothek gehen, in die Aula. Ja, und ein paar sonstige. Aber im Grunde genommen von den Services bleibt eigentlich alles gleich. Das wird dann nächstes Jahr passieren. Zu den Kennzahlen der Bibliothek, also damit man sich ungefähr auch vorstellen kann, mit welchen, in welchen Bereichen wir arbeiten. Wir haben derzeit ca. 47.000 Medien. Also Medien meine ich hier Zeitschriften, gebundene Zeitschriften, Bände, DVDs, diverse Printbücher, Journale und dergleichen mehr. Eigentlich alles in Alma erfasst. Etwa 200 laufende Zeitschriften, Abonnements und an Ressourcen haben wir natürlich auch jede Menge. Im Grunde genommen wie jede andere Fachhochschule im deutschsprachigen Raum auch vergleichbar. Also wie zum Beispiel IEEE, die Belz-Bücher, wir haben Springer E-Books. Wir haben derzeit ca. 680 Ausleihen im Monat. Ist zwar nicht viel, aber trotz Corona, also wegen Corona ist es jetzt auch gar nicht so wenig. Ich hätte mal gedacht, es werden eigentlich noch weniger Ausleihen sein. Aber dennoch ist es eigentlich nur ein, nicht einmal ganz ein Drittel von dem, was wir sonst manchmal haben, außerhalb Corona. Wir haben ca. 13.000 Nutzerinnenkonten in Alma derzeit. Davon muss man natürlich sagen, sind nicht alle aktiv. Also nur ein, eigentlich nur ein kleiner Teil dieser 13.000 Nutzerinnen-Daten, die wir derzeit in Alma haben, sind tatsächlich aktive Nutzer. Die werden auch jedes Jahr automatisch eingespielt von unserem Campus-System. Dazu komme ich aber dann später nochmal. Unsere Campus-Bibliothek ist eigentlich, also unsere Fachhochschulbibliothek ist eigentlich Teil einer Campus-Bibliothek. Zumindest wird es so dann ab nächsten Jahres heißen. Das ist der Arbeitstitel Campus-Bibliothek. Und es besteht aus drei unabhängigen Bibliotheken. Auch das werde ich nochmal kurz erwähnen. Und insgesamt haben wir 18 Standorte. Also Standorte meint jetzt Standorte nach der Alma-Sprache. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend gesagt. Also wir haben jetzt nicht 18 Gebäude mit 18 verschiedenen Bibliotheken, sondern die Bibliothek Fachhochschule St. Pölten hat 18 Standorte. So ein Freihandregal, ein Kellermagazin, ein RARA-Magazin und dergleichen mehr. Das verstehe ich unter 18 Standorte. Ist wichtig für Alma. Muss ich mir daran denken, dass da der Button ist. Ja, unser Vorgängersystem war nicht Alma, also wir kommen aus einer anderen Welt, wir kommen aus der Alefino-Welt. Alefino ist quasi die kleine Schwester von Aleph gewesen, ein textbasiertes System, also nicht vergleichbar mit Aleph, Aleph eher so auf Oracle aufbasierend, also doch viel leistungsfähiger, das hat Alefino nicht gehabt. Wir haben bereits 2013 davon gesprochen, intern wie auch im österreichischen Bibliothekenverbund, ob Aleph bzw. Alefino nicht einmal abgelöst werden sollte, kann, müsste. Ja, und wir sind dann d'accord gegangen, also in Verbindung mit dem österreichischen Konsortium, Universitäten und eine FH, da sind wir damals die einzige FH in Österreich, die dann ganz am Anfang dabei war. Und wir haben uns entschlossen, dazu ein Vergabeverfahren zu starten. Alefino hat bei diesen ersten 14 Bibliotheken nur bei uns gegeben, an der FH St. Pölten. Mittlerweile sind auch andere Alefino-Bibliotheken übrigens schon umgestellt worden, also haben schon Produktion aufgenommen, wie zum Beispiel gleich kurz nach uns, mit wenigen Jahren nach uns, die Fachhochschule St. Eisenstadt, die Bibliothek der Fachhochschule Eisenstadt, auch von Alefino direkt nach Alma gewandelt. Gegangen. Ja, wir sind übrigens mit Alefino haben wir gestartet schon bereits 2003. Das war eigentlich sogar vor meiner Zeit. Also ich arbeite seit 2004 an der Fachhochschule St. Pölten und die Bibliothek-Software ist damit eigentlich schon eine ältere Entscheidung gewesen. Damals eine Entscheidung nicht von einem Bibliothekar getroffen oder Bibliothekarin, sondern von der hauseigenen IT. Und es war eigentlich im Endeffekt, im Nachhinein betrachtet, auch eine gute Entscheidung. Es hat uns das im Nachhinein eigentlich viele Sachen erleichtert. Die Funktionalitäten von Alma waren hauptsächlich, also wenn ich es ganz grob vereinfache, Katalysierung, Entlehnung und Erwerbung. Also ganz klassische Dinge Software-Zeit wie Alma oder ähnliche Produkte. Seit 2005, also schon unter meiner Zeit, war die Entscheidung, dass wir Mitglied im österreichischen Bibliothekenverbund sind, oder dazu gehen und sind auch seit 2005
im österreichischen Bibliothekenverbund dabei und hat große Vorteile für uns als kleine Bibliothek. Wir haben dazu Zugang zu der GND, also zu der gemeinsamen Normdatei, diverse andere Fremddatenübernahmen, Fremddatenübernahme aus anderen deutschen Verbünden zum Beispiel. Wir haben damals die ganze Zeit mit Ort-Replikationsprozessen den Datenaustausch gemacht mit Wien. Warum haben wir uns damals entschlossen, ALMA zu nehmen? Das war im Grunde genommen vier hauptausschlaggebende Punkte, neben vielen, vielen anderen Punkten natürlich. Aber einer der wichtigsten Gründe war die elektronischen Medien. Die haben damals nur sehr mühsam verwaltet werden können. Ich kann mich erinnern, wir haben damals, glaube ich, schon ein Springer E-Book-Paket gekauft und das wollten wir jetzt unbedingt in unserem Katalog bzw. mit alle Finger verwalten. Ist im Grunde genommen auch ganz rein leicht gegangen. Also wir haben die Daten leicht importieren können. Leider ist die Schwierigkeit dann passiert, wenn man die Daten wieder rausbringen möchte aus Alefino. Also das war gar nicht möglich, beziehungsweise nur sehr mühsam, weil nur händisch möglich. Also in einem automatisierten Prozess Daten aus Alefino zu bekommen, war schlicht nicht möglich, unter einem vertretbaren Aufwand. Also hier spreche ich von tausenden, tausenden Titeldaten. Dann die Abhängigkeit von der hauseigenen IP war sicher vom damaligen Standpunkt auch ein Punkt. Alefino wurde im eigenen Haus gehostet, der Server wurde von der IT betreut. Das bedeutet, wenn der Server am Samstag down war, war damit auch die komplette Bibliothek lahmgelegt. Der Katalog hat nicht funktioniert. Und wenn der IT-Techniker, der Servertechniker Montag wieder früh aufgedreht hat und gesehen hat, der steht der Server, dann hat ihn erst gestartet. Und das waren natürlich Ausfallszeiten, die heutzutage mit ALMA undenkbar wären. Dann die Fernleihe war letztlich auch ein Problemfall. Wir haben keine funktionsfähige Fernleihverwaltung in Alefino gehabt, hat es auch nie gegeben in Alefino. Und letztlich unser OPAC. Damit waren wir zwar auf der einen Seite zufrieden, wir haben damit im Grunde genommen alles selber machen können bei diesem OPAC. Wir haben da vieles auch selbst entwickelt und herumgebastelt. Das war eine Spielwiese von uns. Auf der anderen Seite, was hier nicht möglich war, war moderne Suchmaschinentechnologie. Damit meine ich einfach den Import von Metadaten, von Verlagsseite, von Central Index, von Ex Libris und dergleichen. Außerdem kann man dazu noch sagen, wir waren ein bisschen ehrgeizig auch. Wir wollten einer der Ersten sein, die dabei waren. Vielleicht auch eine Motivation gewesen. Und dabei war auch die Unabhängigkeit vom österreichischen Bibliothekenverbund irgendwo zu behalten. Wenn man von Anfang an dabei ist, also quasi beim Erstausschreiberkonsortium in Österreich dabei ist, hat man ähnliche Rechte und Pflichten auch wie eine Universitätsbibliothek und ist so, haben wir uns gedacht, und es hat sich auch so bis jetzt immer gezeigt, die Unabhängigkeit mehr oder weniger bewahrt. Ja, dann ist die Zeit des Umstieges gekommen. Das hat so begonnen schon 15, 16 vor allem. Immer in akkutiert mit dem österreichischen ALMA-Konsortium, muss man dazu sagen. Also wir haben quasi alle Schritte gemeinsam gemacht. Diese 14 Universitäten und die eine Fachhochschule und andere Bibliotheken haben das gemeinsam koordiniert gemacht. Am Anfang steht natürlich immer die Analyse der Daten, die war bei uns relativ einfach, auf der anderen Seite natürlich auch sehr komplex, weil eben die ganzen Erfahrungen gefehlt haben, von Alefino zu ALMA. Da waren wir eigentlich die Ersten überhaupt, glaube ich, könnte man sagen, da ist so weltweit, die diesen Umstieg gewagt haben und die haben halt vielleicht auch manchmal Lehrgeld bezahlt, das heutzutage, wenn jetzt der Fall wieder eintrete, dass wir von Alefino nach ALMA bei ähnlichen Datenlage, wie wir damals gehabt haben, die sicher nicht mehr passiert. Ja, der Umstieg, der eigentliche Umstieg war dann im Sommer 2017, war natürlich dominiert von ALMA und den ganzen diversen Problemen, die damals auftreten sind. Vieles davon haben wir mehr oder weniger lösen können. Einiges haben wir gar nicht bemerkt oder es taucht erst dann viel später auf. Aber im Großen und Ganzen haben wir im Nachhinein, jetzt sind mittlerweile 3 Jahre vergangen, haben wir das eigentlich eh alles sehr gut gelöst. Also die eigentlichen Vorarbeiten waren am 28. Juli abgeschlossen. Dann war das damals, ich weiß nicht, ob das hier überhaupt heute auch noch so ist,
ein Technical Freeze. Das bedeutet, die Daten sind einmal eingefroren worden, damit der ganze Umstieg reibungsfrei geht. Also wir haben da keine Verbuchungen mehr gemacht, keine Werbung und dergleichen mehr. Die Bibliothek war nicht geschlossen. Wir wollten das ehrgeizig vielleicht, aber doch, wir wollten auch nicht den Betrieb komplett schließen. Wir haben so einen rudimentären Separatbetrieb geführt. Also wir haben keinen Tag wegen den Alma-Umstieg geschlossen gehabt. Aber natürlich sommerbedingt war wenig Betrieb. Es hat damals, wurde uns zur Verfügung gestellt, ein Alma Offline Circulation Tool. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das ist irgendwo so ein kleines Rudiment, sage ich mal, ein ganz einfaches Tool, wo man Bücher reinbucht und im Nachhinein dann wieder ins Alma Normalsystem geben kann, die Daten, also Verbuchungsdaten und so. Mahnung und dergleichen haben wir damit nicht möglich. Auch Erwerbung haben wir damit nicht gemacht. Die Produktionsaufnahme, die eigentliche Produktionsaufnahme war dann circa 14 Tage später, am 16. August 2017. Auch da sind wir eigentlich live mit Alma. Problematisch hat sich dann nachher herausgeschlossen, dass wir damals die Bestellungsvorgänge, die wir aus Allefino importiert nach Alma haben, nicht geschlossen haben. Die sind uns dann leider einmal auf den Kopf gefallen, ein bisschen in den nächsten Wochen. Dann hatten wir sehr viel Arbeit, da war auch ein bisschen passiert, einfach weil wir das nicht so gewusst haben. Mit den Zeitschriftendaten haben wir viel Nachbesserungsarbeiten gehabt und die Signaturen nach RVK oder die RVK-Signaturen haben wir uns auch einige Probleme bereitet. Im Nachhinein nach 3 Jahren sind es aber alle 3 Punkte eigentlich kaum mehr tragisch, beziehungsweise ja, 2017 war schwierig, 2018 ein bisschen und 2019 haben wir schon gar nicht mehr drüber nachgedacht. Also um diese Signatur zu erklären, vielleicht kennt ihr oder Sie die VK-Signaturen, Regensburger Verbundklassifikation. Der 10er bedeutet bei uns, das ist der Lesesaal, ein Standortkennzeichen nach Alma. Das AP ist Medienwissenschaft, 17600, dann AP 17600 bildet quasi die Notation und das K47 bezieht sich auf den Autor. Worauf zu achten ist. Letztlich muss man, wenn man mit Alma sich anfreundet und wenn man Alma haben möchte, einen Alma Certification Prozess durchmachen. Also Personen haben im Unternehmen, in der Bibliothek, die Alma Administration Certification machen. Ist möglich, ist jetzt nicht sehr schwierig. Man muss das halt noch einplanen. Damit kann man zumindest selbstständig Alma betreiben. Sicher gut ist, wenn man seine Regeln vereinfacht. Regeln meine ich damit Gebühren, Nutzergruppen, Standorte, möglichst einfach. Je einfacher das Ganze ist, desto leichter ist der Umstieg. Desto weniger muss man dann nachher Aufwand treiben, diese ganzen alten Regeln in die neue Welt nach Alma zu bringen. Vor allem zum Beispiel so Dinge wie Einschreibgebühren, Grundmahngebühren und dergleichen, sollte man so in jedem Fall überlegen, ob das wirklich notwendig ist, dass man das mal mitnehmen möchte. Die Datenbereinigung haben wir natürlich gemacht, muss ich dazu sagen, aber manchmal die falschen Daten bereinigt, die in Wahrheit eh nicht problematisch gewesen wären, aber andere nicht. Aber gut, das war ein spezieller Fall 2017. Aber ich würde auch hier überlegen, welche Daten gut wären zu bereinigen, Bestandsdaten, die nicht mehr aktuell sind. Vielleicht sind irgendwelche Bestände gar nicht mehr schon vernichtet worden, dann die nach Möglichkeit vielleicht jetzt nicht mehr nach Alma zu transportieren. Dann letztendlich muss man sich auch entscheiden für eine Suchmaschine. Vorher hatten wir alle mit Allefin automatisch auch einen Katalog dabei. Das ist in der Alma-Welt nicht mehr der Fall. Da muss man sich letztlich für eine Suchmaschine entscheiden, die nicht unbedingt Primo sein muss. Das kann durchaus auch Summon sein. Wir haben in Österreich auch Kollegen und Kolleginnen, die Fufine verwenden, also Open-Source-Software. Auch das wäre möglich. Vielleicht auch für eine kleinere Bibliothek gar nicht einmal so unattraktiv. Ja, und dann muss man sich auch überlegen bei Alma, ob man das externe Authentifizierung sich zu überlegen. Das bedeutet, Passwörter und dergleichen sollte man vielleicht nicht unbedingt jetzt in Alma pflegen, auch aus Datenschutzgründen. Vielleicht hat man hier Möglichkeiten, das von der eigenen IT zu machen lassen. Wir zum Beispiel verwenden an der FH St. Pölten ILDAP. Da hat die Hand dann quasi unsere hauseigene IT drauf. Und wir haben aus Datenschutzproblematik alles viel einfacher. Ein Blick auf unseren Primo-Katalog. Also sowas müsste man sich extra zu Alma dann überlegen. Hier geht man ganz einfach in die Suche rein,
Man sieht nur in diesem roten Kastel in der Mitte, das habe ich herzeigt, dass wir aus drei Bibliotheken bestehen, die Campusbibliothek St. Pölten. Immer aus der Bibliothek der Fachhochschule St. Pölten, der Bibliothek der Bertha von Suttner Privatuniversität und dem Stadtarchiv und Studienbibliothek. Auch das kann man mit Alma wunderbar eigentlich verarbeiten. Und noch als zweites rotes Kastel habe ich darunter die E-Books eingegeben. Nur als kleiner Hinweis. Lobende Worte möchte ich auch für die Alma-Schulungsunterlagen sagen. Das, was mir sehr gut gefällt an den Alma-Schulungsunterlagen, sie sind frei verfügbar im Internet. Also Sie können jederzeit, auch wenn Sie jetzt kein Alma-Kunde wären und das Produkt kaufen, sich schon vorher anschauen, was muss man machen, wenn man das Alma Administration Certification macht zum Beispiel. Das ist ja auch hier im roten Kastel eingekastelt. Ein bisschen mit Englisch muss man sich anfreuen. Auch das sollte machbar sein. Dann Alltag mit Alma 2020. So schaut mein Alma-Alltag jeden Tag aus eigentlich bei mir zu Hause. Mittlerweile auch im Homeoffice übrigens. Das erste, ich schaue mir rein in die Regalbestellungen, dann die Erwerbung, Fulfillment, Kontrolle der Exemplardaten, Rechtevergabe, Katalogisierung. Alles zeige ich jetzt nur noch mit ein paar Screenshots durch unsere Alma-Anwendung. Das erste sind die Regalbestellungen. Das machen wir in der Früh seit Corona-Zeiten jeden Tag. War eigentlich mehrmals am Tag. Unsere Nutzer müssen jetzt nicht mehr selber zum Regal gehen in die Freihandbibliothek, sondern wir suchen das raus. Und das macht uns die Arbeit eigentlich Alma. Und sie sagt uns in der Früh, wenn man einsteigt, hallo, es sind ein Buch in dem Fall. Ein Buch ist aus dem Regal zu holen und bereitzustellen. Das wäre einmal eine tägliche Aufgabe von mir und auch von angelernten Kräften. Ist ganz einfach zum Erledigen. Also jeder Mitarbeiter, jeder Student hat es schon mittlerweile heraus, wie das funktioniert. Es gibt in der Alma-Welt E-Mails für alles und jedes, also undenkbar, was es nicht gibt an Schreiben. Wir verwenden nur einen Bruchteil davon, zum Beispiel eben dieses Bereitstellungsschreiben. Das ist ein E-Mail für die Regalbereitstellung, also wo die Bücher quasi sind, beziehungsweise die sind jetzt bereitgestellt und der Kunde weiß, aha, er muss, kann jetzt in die Bibliothek kommen, das Buch ist da. Eignet sich natürlich auch wunderbar für Kellermagazin oder Außenmagazinsbestellungen oder was auch immer. Dann die Erwerbung ist sowieso von Anfang an eigentlich ein meiner Lieblingstools gewesen für Alma. Also wir haben dort, wir haben unser hauseigenes Ticketing-System. Das ist das Foto linker Hand. Das ist unser OTRS-Ticket-System. Da kann man die Workflow-Buchbestellungsgenehmigungen rein. Ihr seht es, aha, Kostenstelle so und so hat genehmigt das, dieses, jenes Buch. Dann gehe in die Alma-Oberfläche, suche mit der ISBN oder was auch immer das Buch. Ich habe dann zwei Möglichkeiten. Ich könnte theoretisch auch das elektronische Buch bestellen, mache ich aber nicht, sondern ich bestelle das normale Printbuch Practical Common Lisp von Peter Seibel und gehe auf Bestellung. Und ich muss dazu sagen, da wir in der österreichischen Verbundwelt leben, haben wir da auch das, wir können quasi die Verbunddatensätze sehr bequem nutzen. Ist aber auch natürlich auch mit anderen Datensätzen relativ einfach zu nutzen. Zum Beispiel mit Datensätzen aus Deutschland. Auch das ist durchaus tagtäglich bei uns möglich. Fulfillment, das ist quasi die ganze Bereich der Nutzerinnenverwaltung. Hier sieht man ein typisches Alma-Konto, in dem Fall mein Konto. Ich habe keine offenen Gebühren anzunehmen. Meine Ausleihen, da könnte ich jetzt jederzeit neu Bücher einlesen oder ausleihen, könnte Vormerkungen durchschauen etc. oder Rückgaben anschauen. Auch so ist ein klassisches Konto. Auch das ist von der Verwaltung sehr einfach. Unsere Assistentin, wir haben studentische Assistenten, das machen sie meistens am zweiten Tag ganz alleine. Wir geben ihnen auch immer nur die Rechte für ganz gewisse Arbeitsbereiche. Auch das ist ein Vorteil von Alma, dass man je nach Bearbeiter die Rechte relativ fein, sehr fein sogar aufteilen könnte. Also könnten manche Assistenten bei uns quasi nur die Erlaubnis haben, dass sie ausleihen und rückbuchen dürfen. Sonst nichts. Keine Stornos, keine Gebühren erlassen und dergleichen. Das dürfen sie dann nicht machen. Das kann man alles einstellen. Auch das ist momentan ein Weg, eine tagtägliche Arbeit von uns, mit den Exemplardaten bereinigen bzw. umarbeiten. Liegt daran, dass wir übersiedeln möchten in den Neubau. Das bedeutet, der Neubau ist vom Platz her, also der reine Bücherplatzbedarf, ist leider nicht sehr großzügig. Wir müssen sehr viel in den Keller arbeiten. Wir sind ständig dabei, quasi Bücher umzuarbeiten. Und da sieht man halt das auch das Problem oder diese Aufgabe mit den Standorten.
Hier haben wir zwei ALMA-Standorte, Kellermagazin und Lesesaal. Und im Grunde genommen mache ich nur eines, dass ich dieses DS5000, das ist eine klassische Lesesaal-Signatur, umarbeite in den Keller. Auch mit den ganzen Problematiken von Standorten. Das ist ein Numerus Currens, Keller-Signatur, dieses B003.573, eigentlich nicht dafür geeignet ist, für Mehrfachexemplare. Da muss man sich dann vielleicht im Keller oder im Magazin auch was überlegen. Die Rechtevergabe, auch ein kleiner Blick darauf. Also ich habe unseren Testnutzer, so schaut ein Konto aus und unten angefügt, das ist leider am Bildschirm jetzt nicht mehr ganz so gut sichtbar mit diesem grünen eingekreisten Schritt. Da gibt es diese blau-weißen Schieber. Und da könnte man jederzeit das Rechte dem Testnutzer geben oder Rechte ihm wegnehmen. Und das ist eine Sache auf eine Sekunde. Da muss man jetzt nicht Systembibliothekar sein, dass man im Grunde genommen ALMA administrieren kann. Man sollte sich nur vergewissern, was man macht. Also man kann auch natürlich viel kaputt machen, wenn man diese Schieber betätigt. Aber man muss jetzt nicht an der Programmieroberfläche herum programmieren und Eingabe machen in Kommandosprache, sondern ALMA-Administration ist meist relativ einfach. Ja, Katalogisierung ist für andere, also das ist, finde ich, auch so eine gute Sache. Ich kann auch für andere meine anderen Bibliotheken katalogisieren. Und gleichzeitig, also man sieht rechts oben bei der Bibliothek, ich bin jetzt quasi am Counter der Bibliothek Hochschule St. Pölten, möchte aber jetzt gleichzeitig für den Bücherspeicher des Stadtarchives katalogisieren. Und auch das ist kein Problem. Man sieht es auch jederzeit, man hat hier ein anderes ALMA-Sprache, sage ich jetzt, ein anderes Holding, ein anderes Exemplar. Aber das ist alles kein Problem. Man muss jetzt nicht vor Ort sein, sondern man kann durchaus ein kleines Bündel an sehr kleinen bzw. winzigen Bibliotheken überhaben und auch hier Arbeit mit ALMA erledigen, ohne dass man dann jeweils der anderen Bibliotheken in die Quere kommt. Meine persönlichen Highlights noch einmal zusammengefasst. Also ich finde die Erwerbung wirklich wunderbar. Die mag ich sehr gern. Ich arbeite ja ganz gern als Erwerbsbibliothekar in meiner Bibliothek. Die papierlose Fernlehre, sage ich jetzt mittlerweile auch schon, wenn wir ständig über die Fernlehre sprechen im Haus, sage ich ja, Fernlehre. Also die papierlose Fernleihe ist für uns ein Highlight gewesen, zumindest am Anfang. Das haben wir uns nicht vorstellen können, dass man da jetzt keine Papiere mehr dazu braucht. Das geht eigentlich alles wunderbar ohne. Also die Gebende und die Nehmende. Dann die Auto-Holdings, das finde ich auch immer wieder nett, auch sage ich mal jetzt als Nicht-System-Bibliothekar und eher als Laie der elektronischen Ressourcen. Aber mit Springer E-Books gibt es mittlerweile die Auto-Holdings. Ich brauche im Grunde genommen nur sagen, ich habe Paket so und so von Springer, die werden dann automatisch freigeschaltet bei uns in ALMA und gehen dann auch in den Katalog. Und was wunderbar ist, meist auch ganz gut funktioniert, wenn Bücher jetzt nicht erscheinen bei Springer zum Beispiel, oder die Rechte zurückgezogen werden, dann sollte das auch automatisch und deswegen Auto-Holdings automatisch in ALMA nachgetragen werden. Natürlich, es kommt immer auf die Verlagsseite an, wie sauber die arbeiten, aber von der Idee her und auch eigentlich auch von der Umsetzung, es ist natürlich wunderbar und wir haben mit diesem elektronischen, sage ich mal, Top-Verlagen nicht viel zu tun. Und hervorheben möchte ich natürlich auch E-Book Central, auch hier ist es wunderbar, wie das funktioniert. EBS und PDA-Modelle, das sind auch in den letzten Jahren und vor allem jetzt mit Corona sehr wichtig geworden für uns. Ich glaube, da haben wir auch noch ein paar Folien. Ah ja, das sind unsere elektronischen Ressourcen. Einfach aus unserer Webseite kann man das nachsehen. Und wo das grüne Hackerl ist, das geht ganz gut leidlich in ALMA und in Primo dann letztlich auch rein. Also hier können wir die elektronischen Ressourcen verarbeiten. Nicht alles ist möglich. Einiges wäre wahrscheinlich möglich mit händischer Vorarbeit, aber letztendlich arbeiten wir oft als kleine Bibliothek auch nach dem Prinzip Quick and Dirty. Also wir können nicht jedes Medium korrekt katalysieren und dann freischalten als elektronisches Produkt. Wir sagen ja, die Menge macht es dann möglich oder die Menge macht es dann aus. Aber es ist doch relativ eine große Anzahl. Und vorher mit allen Finden haben wir diese Liste sicher nicht gehabt. Jetzt sieht man einen Blick auf diese E-Book-Erwerbung. Habe ich erst vor 2 Tagen gehabt, wie wunderbar das geht. Ich habe das Buch Informatik Macchiato gekauft. Hatten wir bereits im Print, das sieht man unten, mit 2 Standorten, einmal im Handabrat und einmal im Lesesaal. Und dann haben wir jetzt vor kurzem das Informatik Macchiato über unseren deutschen Händler
angekauft und dann geht es alles automatisch. Dann wurde das automatisch über die über Otto, quasi auch so eine Art Otto-Holding in Alba reingespielt. Alba weiß, aha, das kommt von eBook Central Perpetual Rights und letztendlich dann innerhalb von, ich schätze, 24 Stunden oder 48 Stunden wird es dann letztlich auch in Primo gepublished. Und wir haben ohne viel zu tun einen Werbungsvorgang, der für uns wunderbar ist. Und in Corona-Zeiten war das im Frühjahr eine, in Lockdown-Zeiten vor allem, war das der Hammer natürlich für uns. Da bin ich auch bei den allgemeinen Zeiten der Pandemie, was das für uns für große Vorteile gehabt haben. Also wir haben am Anfang, haben wir das alle in Österreich, kann ich im Nachhinein sagen, relativ misstrauisch beäugt, die Cloud-Lösung. Also Alma ist ja letztendlich eine Cloud-Software, die für Österreich in Holland läuft, auf einem Server. Das hat sich als großer Vorteil erwiesen. Alle Mitarbeiter von mir, vom Lehrling weg, also Azubi, glaube ich, sagt man in Deutschland, vom Azubi weg bis zu mir, können problemlos von zu Hause aus arbeiten, sofern sie denn Internet haben. Das muss man natürlich auch haben. Also wenn man in einem entlegenen Tal wohnt, wo es keine Internetanbindung gibt, da ist es natürlich schon schwierig, mit Alma zu arbeiten. Aber wir haben das Gott sei Dank nicht. Also alle meine Mitarbeiter können problemlos von zu Hause aus arbeiten. Ohne also Werbung war sowieso überhaupt kein Thema. Auch diese E-Book-Werbung war wunderbar möglich. Die Kommunikation mit unseren Lieferanten hat von Tag 1, also wir haben damals in Österreich am 15. März, am 16. März, glaube ich, geschlossen gehabt. Es waren keine Geschäfte mehr offen, aber die Kommunikation mit unseren Lieferanten hat funktioniert und wir haben von Tag 1 weg unsere E-Books erwerben können und innerhalb von ein, zwei Tagen die meisten Titel, sofern wir sie uns leisten konnten oder sie am Markt verfügbar waren, auch freischalten können. Das war eine tolle Sache. Ein Rand zu den E-Books war natürlich auch in St. Pölten bewerkbar. Vielleicht haben Sie auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Die diversen EBS-Modelle sind aufgepoppt von allen Händlern. Also alle Lieferanten, alle Bibliothekslieferanten haben diverse Modelle angeboten. Wahlen kann ich dazu nennen. Campus UTP hatten wir im Einsatz, hatten super Erfahrungen damit. Unsere Nutzerinnen waren total glücklich, das zu haben. Viele waren nachher umso trauriger, wenn wir es wieder abschalten müssen haben. Aber ja, das ist halt, die finanzielle Möglichkeit hat eine kleinere Hochschule eben nicht. Und was in Alma in der Pandemiezeit auch für uns war, wir haben die ganzen Verlängerungen, Amnestien und so weiter, also Gebühren einfach ausgesetzt. Um uns das Leben zu erleichtern natürlich und aber auch um die Kundinnen und Kunden nicht zu sehr zu irritieren und beziehungsweise in den schwierigen Zeiten auch nur zu helfen. Das machen wir übrigens noch bis heute. Also auch heute müssen wir noch keine Gebühren bezahlen, wenn wir jetzt die Sachen zu spät zurückbringen. Hat auch damit zu tun, dass wir momentan nicht die Bücher sofort einbuchen, sondern eine Art Bücher in Art Quarantäne geben. Also Alma hat uns auch das ganz gut ermöglicht, hat unser System über die K in ein, zwei Tagen eigentlich die ganzen Verlängerungen und dergleichen umgestellt von zu Hause aus. Und was man natürlich, das habe ich vorhin erwähnt, die Regalbestellung über auch mit Corona ganz neu, haben wir das in die Wege geleitet. Ja, da bin ich schon am Ende. Roland, ist das in Ordnung? Christian, vielen, vielen Dank. Ja, bitte. Für die Präsentation. Es gibt auch schon richtig viele Fragen. Ich habe die jetzt hier auf meinem zweiten Bildschirm und ich versuche, die jetzt thematisch so ein bisschen zusammenzukriegen. Ich fange mal leicht an. Ja. Wie viele Bibliothekare waren bei der Projektimplementierung involviert von eurer Seite? Wir waren nur zu dritt. Also ihr habt das zu dritt gestemmt? Genau. Meine Kollegin, ein Lehrling, war damals auch noch im Team. Die hat aber im Grunde genommen erst dann im Herbst sich alles selber beigebracht. Aber wir waren zu dritt im Team und haben auch alle drei das Zertifikat gemacht, im August damals 2017, Juli, August 2017. Und drei haben die Hauptlast getragen. Sehr gut, ich glaube, damit ist die Frage beantwortet. Dann gehe ich gleich mal weiter zur nächsten Frage. Was war denn die größte Herausforderung bei der Implementierung? Die größte Herausforderung war das irgendwie dieser Blindflug. Wir hatten zwar geglaubt,
Wir sind gut vorbereitet, aber das hat dann doch nicht immer so funktioniert. Vieles haben wir uns einfach gar nicht vorstellen können, wie das so funktioniert. Wir hatten selber keine, Eclipse hat uns auch nicht alles so sagen können, muss man dazu sagen. Aber wir haben letztlich auch keine Ahnung gehabt, wo das tatsächlich hingeht, die Reise. Nach 3 Jahren sage, hat eh super funktioniert. Aber im Moment des Umstieges war das dann schon manchmal ein bisschen, sage ich mal, hat für Bauchweh gesorgt. Also das generell, dass man nicht genau weiß, wo man landet, das war doch sehr interessant. Und man hat vielleicht zu viel Energie in Dinge verschwendet, die nicht notwendig gewesen wären und andere nicht beachtet, wo man gesagt hat, ah, das wird schon nichts passieren. Ja. Denkst du, dass das jetzt anders laufen würde mit der ganzen Erfahrung, die man gemacht hat? Also ich kann von unserer Seite, von Exlibris-Seite sagen, wir haben natürlich auch mit jeder Implementierung sammeln wir Erfahrungen, wir passen das ja auch immer wieder an. Wir sind jetzt mit über 1500 Bibliotheken live, die wir implementiert haben, darunter auch eben viele kleine. Du hast ja auch gehört, wie es den anderen gegangen ist oder anderen Bibliotheken, die nach dir umgestiegen sind. Hast du irgendwas noch, was du erzählen kannst? Also die Probleme, die wir gehabt haben, die haben die anderen alle nicht mehr gehabt. Also da wurde natürlich schon viel gelernt daraus. Also ich möchte jetzt noch nicht sagen Fehler, aber diese Dinge sind dann einfach noch nicht mehr aufgepoppt. Da war tatsächlich Lesson learned von Exhibit Seite beziehungsweise auch von den anderen Bibliotheken. Wir haben halt dann drauf geschaut, dass die Bestellungen geschlossen waren. Und so Kleinigkeiten eigentlich, wenn man es weiß. Also zumindest mein guter Kollege, der Herr Hepberger, mein lieber Kollege, der Herr Hepberger aus Eisenstadt, der hat die Fehler nicht gemacht, beziehungsweise hat es gewusst von uns auch und der hat relativ problemlos wechseln können. Okay, super. Ich glaube, das passt auch noch zu dem Thema Implementierung dazu. Gab es Probleme bei der Einbindung von Hardware, wie zum Beispiel Gates oder Kastenautomaten, selbst verbuchen? Nein, das hat auch relativ friktionsfrei gelaufen. Also das ist wirklich, wir haben einen Selbstverbuch im Einsatz von EasyCheck. Ich könnte man nicht, das ist natürlich 3 Jahre her und ich bin nicht der Techniker. Aber das hat uns keine Kopfzerbrechen gemacht. Und auch Kassenautomaten haben wir nicht im Einsatz. Wir haben auch keine SAP-Schnittstelle zum Beispiel. Das hat natürlich die ganze Sache auch ein bisschen vereinfacht. Wobei die Werbung trotzdem bei uns auch über Alma und alle Finder schon gelaufen ist. Nicht, dass ich wüsste, dass wir große technische Probleme gehabt hätten. Hat Gibt eigentlich aber in alles. Österreich viele, die SAP verwenden, oder? Ja, aber das auch das sollte funktionieren. Zumindest habe Ja, ich schon lange funktioniert wieder das. nichts mehr gehört. Das war Genau. 2017 jetzt nicht immer so ganz so friktionsfrei, muss ich sagen, mit SAP-Schnittstellen und so. Aber das dürfte jetzt momentan ist das kein Thema mehr da. Okay. Und das ist, glaube ich, so wie ich jetzt überblicke, die letzte Frage, die noch ein bisschen zu dem Komplex Implementierung passt. Oder nach der Implementierung, was genau waren die umfangreichen Nacharbeiten bei den Zeitschriftendaten nach dem Umstieg? Das größte Problem war, dass die Zeitschriftendaten mit den Standorten nicht ganz zusammenpasst haben bei uns oft. Und dass man in der Alma-Sprache, man immer hat einen Holding bzw. einen Bestand und Exemplare zum jeweiligen Bestand. Das hat mit unserer Alefino-Logik nicht ganz zusammengepasst. Also da hat man quasi beim Übergang einiges nicht beachtet. Man könnte es so sagen, ich habe zum Beispiel Zeitschrift die Mitteilung des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, den Jahrgang 2017, den Jahrgang 2018, den Jahrgang 2019, liegt im Lesesaal. Im Lesesaal Zeitschriftenbereich. Es ist ein Standort. Wir haben das aber aufgeschlüsselt als 3 verschiedene Standorte. 2017 als Standort Lesesaal, 2018 als Standort Lesesaal und 2019 Standort Lesesaal. Und das haben wir halt wieder zusammenführen müssen, weil die Logik von Alma das nicht so mag oder kann. Also Alma sieht vor, eine Bestandssignatur für alle Sachen gleich, die hier vor Ort liegen mit derselben Signatur, wo es ja bei Zeitschriften ist. Grundsignatur. Um das ungefähr so zu sagen. Da sollte man ein bisschen Hirnschmalz einfach investieren, damit es dann nachher bei der Migration. Und das liegt oft sehr an den lokalen Daten. Das kann man auch nicht vielleicht so allgemein sagen, wie das und dort funktioniert. Aber das sollten auch die Techniker eigentlich wissen. Und mittlerweile gibt es da, glaube ich, auch für jede Type von Signaturen, Gruppen, von Beispielen, Erfahrungswerte. Sie können sich natürlich auch gerne an mich wenden und mich anrufen, wenn Sie eine konkrete Frage haben diesbezüglich. Da gibt es noch eine Frage, die jetzt gerade gekommen ist und dazu passt. Musste Peripherie nachgekauft werden, zum Beispiel E-Mail-fähige Drucker oder so? Nein, das haben wir eigentlich gar nicht gemacht.
Wir drucken weiterhin quasi E-Mails, wir machen über Mail. Also wir haben keine, ich weiß nicht, was da gibt es, Spinomatik, weißt du das, Roland? Ja, es gibt verschiedene Tools, die man nutzen kann, ja, genau, um Drucker anzusteuern. Aber wir haben keine speziellen Tools jetzt gekauft, sondern wir haben uns ganz einfach auf die, würde ich sagen, einmal E-Mail-Drucks verlassen. Und das, am Anfang hätten wir uns noch gedacht, wir brauchen das, was wir aus der alten Welt gekannt haben, was wir direkt ansprechen können an einem Drucker und nicht quasi über E-Mails arbeiten. Und das haben wir dann aufgegeben und jetzt denkt man eigentlich gar nicht mehr drüber nach, muss ich sagen. Mir wäre das jetzt noch kein Bedürfnis gewesen, das zu ändern. Du hast jetzt gerade ein Stichwort gesagt, da passt eine Frage dazu. Alte Welt, was ist der größte Unterschied zwischen der alten Welt und der neuen Welt? Also wie viel von dem Alten kann man mitnehmen und wie viel muss man neu denken? Das Schönste in der neuen Welt ist dann eigentlich die elektronischen Ressourcen, muss ich sagen. Es ist einfach eine tolle Sache, dass die Pakete, EBS-Pakete, das habe ich vielleicht gar nicht so klar gesagt, aber ein EBS-Paket für kurze Zeit, für 2 Monate habe ich gratis Zugang oder um wenig Geld Zugang zu 10.000 E-Books. Die kann ich mit Alma, wenn ich halbwegs brauchbare Metadaten habe, quick and dirty schnell freischalten. Dann sind sie bei uns im Katalog, in Primo drinnen und auch in Alma suchbar. Also weiters. Und nach 2 Monaten kann er wieder hergehen, innerhalb von Minuten, sage ich mal, oder wenigen Minuten, kann ich diese Daten auch wieder rausnehmen. Und dann am Tag später sind diese Daten in der Suchmaschine auch nicht mehr suchbar. Und unsere Nutzer, wie wenn es nichts gewesen wäre. Und das war unmöglich mit alle vielen. Und das ist, glaube ich, das Beste an der neuen Welt. Das Beste an der alten Welt ist, dass wir da völlig frei waren. Da haben wir alles machen können und vermurksen können, wie es uns so gekommen ist. Weil das war quasi eine Software, wo zu 100% meine Kollegen und ich die Hand drauf gehabt haben. Da haben wir alles ausprobieren können, ob es gut war oder nicht. Das war natürlich schon eine tolle Sache. Da Aber kann ich natürlich eine zunächst. persönliche Frage anschließen. Christian, würdest du trotzdem wieder auf die neue Welt wechseln? Ja, unbedingt. Da denke ich Unbedingt. nicht mehr viel drüber nach. Okay. Eine Frage, die hast du jetzt eigentlich schon beantwortet, glaube ich. Da geht es um die Verwaltung der E-Medien bei Alephine. Du hast gesagt in deiner Präsentation, dass die nicht automatisch entfernt werden konnten. Und das Muss geht man, jetzt besser, so wie ich dich gerade verstanden habe, ja, das richtig? ist jetzt keine große Sache. Also, wenn ich das jetzt banal ausdrücken möchte, das ist rein raus, ist da überhaupt kein Problem mit Alma. Ich kann jetzt heute die Daten reinspielen und wenn es mir passt, morgen wieder rausspielen. Also, rausspielen ist jetzt falsch, aber ich kann das ganze Prozesse wieder unterdrücken am nächsten Tag, weil mal irgendwas passiert ist. Und diese Möglichkeiten hat Alephine einfach nicht gehabt. Das war nie vorgesehen. Alephine funktioniert nach der alten Welt. Das bedeutet, jedes Ding, ob das jetzt elektronisch ist oder nicht, wird katalysiert und wird dann in den Katalog gespielt, also automatisch ist dann auch im Katalog findbar. Und da geht das Ganze eben noch nicht so einfach. Wir haben zwar schon Massendaten auch importiert, aber das dann wieder zu finden und dieses Maschel dann wieder rauszuholen, war einfach nicht einfach und war in der Regel sehr mühsam. Dass wir dann oft einfach das händisch gemacht haben. Sage Journal Titel haben wir zum Beispiel mal importiert und beim Rausbringen, das war extrem mühsam und manchmal habe ich dann selbst in der Alma-Zeit noch Sage-Titel gefunden aus dem Jahre Schnee, die drinnen waren. Aber ja. Okay, da gibt es noch eine andere Frage, die zu dem Thema so dazu passt. Da geht es jetzt darum, dass du gesagt hast, Daten brauchen 24, 48 Stunden, bis sie aus der Discovery heraus sind. Warum dauert das so lange? Ja, es dauert immer eine Weile. Also ich weiß jetzt gar nicht, sind das 24 Stunden? Also quasi, wenn ich jetzt ein Buch, sagen wir ganz banal, ein Printbuch katalysiere und einen Bestandsdatensatz dranhänge oder einfach nur eine Werbung, dann habe ich das zwar in Alma live und das sehen auch meine ganzen anderen Kollegen, die Alma verwenden, dass ich dieses Buch habe oder bestellt habe oder was auch immer, aber noch nicht in Primo. Das dauert halt einfach seine 24 Stunden über Nacht. Diese Publishing, wenn ich das richtig sage, diese Publishing-Prozesse und erst am nächsten Tag sieht dann der Kunde, der Endnutzer im Katalog, also in der Suchmaschine in Primo, aha, die Fasernbölten hat dieses oder jenes Buch im Bestand beziehungsweise ist im Ankauf. Und ähnlich ist es wenn ich Bestandsdatensätze lösche, dann auch da wird es nicht unmittelbar aus Primo herausgeholt, sondern es dauert, glaube ich, auch hier 24 Stunden oder ein bisschen länger, aber ich glaube 24 Stunden. Jetzt wechsle ich kurz meinen Hut vom Moderator zum Exlibris-Mitarbeiter, weil ich da noch etwas hinzufügen möchte. In Österreich gibt es ja ein Primo, das lokal läuft im Verbund.
Da gibt es tatsächlich diese Zeiträume, die zu beachten sind. Bei dem Großteil der Alma-Kunden läuft Primo direkt auf Alma und da sind Neukatalogisierungen innerhalb von 15 Minuten sichtbar und Änderungen an jedem Katalogisat oder am Status sind sofort sichtbar. Das muss man, glaube ich, nochmal beachten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an die Nürnberger denken, an die Hochschule für Musik Nürnberg, die sich für Alma entschieden hat, die werden Primo VI nutzen, so nennt sich das, und dort dauert es dann, wenn es ein Neukatalogisat ist, maximal 15 Minuten, wenn es eine Änderung ist, ist es sofort sichtbar. So, jetzt setze ich wieder den Moderatorenhut auf und gehe zurück. Verzeihung, zu das habe ich nicht gewusst. Ja, nee, das ist ja völlig okay. Die nächste Frage, die hast du auch zum Teil schon beantwortet. Ich lese sie aber trotzdem nochmal vor. Wo wird Alma gehostet? Hast du schon gesagt Amsterdam? Da kann ich hinzufügen, auch in Frankfurt gibt es ein Hostingzentrum. Und dann aber eine Frage, die zu dem Themenbereich passt. Wenn Alma in Holland gehostet wird, wie sieht es dann mit dem Datenschutz aus? Da hat es sehr viele, sage ich mal, auch kritische Stimmen gegeben 2017, gerade von den großen Universitäten. Bei uns an der Fachhochschule, muss ich dazu sagen, war das unter den Juristen kein großes Problem. Wir haben ja auch letztlich jetzt Microsoft in einer Cloud-Lösung seit einem halben Jahr und das war bei uns kein großes Thema. Noch dazu, wo wir die Authentifizierung, also die Nutzerinnen-Daten extern haben, also bei uns im Haus an einem Server. Und das bedeutet, in Alma sind eigentlich nur die E-Mail-Adressen plus notwendigerweise das Geburtsdatum, damit man auch eindeutig festsetzen kann, es ist diese und jene Person. Ansonsten haben wir keine Daten, also wir haben keine Postadresse, wir haben keine Telefonnummern dergleichen. Auch wenn das manchmal schade ist, wenn ein Kunde bei uns eine Campuskarte vergisst, kann man nicht hinterher telefonieren und sagen, hallo, Sie haben das Handy vergessen in der Bibliothek, weil wir schlichtweg nicht auf die Daten können. Und auch Eclipse keinen Blick auf die Daten hat. Deswegen ist es ganz praktisch, diese externe Lagerung der Daten, wenn ich das so sagen kann. Genau, da kann ich noch hinzufügen, dass das sogar Pflicht ist jetzt. Man muss die Authentifizierung außerhalb von Alma machen. Das ist auch Best Practice in der Industrie. Und wir bieten als Eclipse auch einen Authentifizierungsservice an, wenn man den braucht. Also ihr habt das ja selbst gelöst, aber der wird jetzt auch von Eclipse schon seit einigen Jahren angeboten. Okay, nächste Frage. Wie viel Zeit muss für die Administration aufgewendet werden? Kann man das sagen, wöchentlich oder monatlich? Ganz unterschiedlich. Also kann ich gar nicht sagen, weil ich eigentlich so gut wie fast nichts mache in der Administration. Ist auch ein bisschen eine Rechtevergabe, die wirklich nicht schwierig ist. Also bei mir sind es im Jahr vielleicht 1-2 Stunden. Mein Kollege, der Herr Rathmanner, der die eigentliche Administrationstätigkeit macht, so quasi klassische systembibliothekarische Tätigkeiten, da wird pro Woche vielleicht 2 Stunden aufwenden, 3 Stunden, viel mehr nicht. Es gibt natürlich Zeiten, wo mehr zu machen ist und wo weniger zu machen ist. Und ich muss sagen, die administratorische Tätigkeit verschwimmt oft ein bisschen. Das sind ja so Fragen, wie können wir die Daten importieren? Wir haben da jetzt Produkt XY. Gibt es da irgendwo Daten, können die gut importiert werden? Oder wo kann ich mal die Nutzerinnenstatistik holen? Also eher, sage ich mal, weg von dieser klassischen systembibliothekarischen Tätigkeit, eher so richtig modischen Wort, Data Librarian. Und da kann man nicht genau sagen, ist das jetzt Alma Administrationstätigkeit oder ist das eher schon ein bisschen mehr Data Librarian mit Daten spielen, sage ich mal. Okay, dann die nächste Frage, die werde ich wahrscheinlich beantworten müssen. Da geht es darum, ob es Alma nur in Österreich gibt oder auch in Deutschland. Also in Österreich gibt es auf jeden Fall. Da werden wir mit Ende September 21 wird der gesamte Verbund auch auf Alma sein. Also ihr wart die Ersten, bald sind die Letzten dann auch auf Alma. Und es gibt in Deutschland schon über 50 Alma-Kunden, viele sind davon auch schon live mit Alma, darunter sind zum Beispiel die großen Bibliotheken in Berlin, die Humboldt-Uni, die Technische Uni in Berlin, die Freie Universität Berlin und die Universität der Künste, es gibt in Mannheim, die Universität Mannheim ist Kunde, die Universität Oldenburg ist Kunde, es gibt in Sachsen ein paar Fachhochschulen, die schon mit Alma arbeiten und nicht zuletzt muss auch das HBZ erwähnt werden, HBZ ist gerade in der Implementierung und steigt um.
Und wenn man jetzt vielleicht den ganzen deutschsprachigen Raum noch nimmt, die gesamte Schweiz steigt auch gerade auf Alma um. Die werden Ende des Jahres, also ich glaube, nicht glaube ich, im Dezember werden die live gehen als gesamte Schweiz. Dann nächste Frage. Wir sind eine sehr kleine Bibliothek mit 4000 Medien und dort wird derzeit Bibliotheke genutzt von OCLC. Kann man diese Datensätze übertragen? Ich glaube, das muss wieder ich beantworten, oder? Wir haben als Klinik schon Bibliotheken zu Alma überführt. Zum Beispiel die Universität in Bozen hat das gemacht. Das heißt, es ist möglich. Da haben wir auch schon Erfahrung damit. Dann eine Frage, wie schnell fühlt sich Alma beim Arbeiten an? Also ich glaube, das geht ja dahin, weil es ja im Browser läuft. Also am Anfang war das großes Gesprächsthema und hat einige, sage ich mal, auch manchmal zu kleinere Probleme gegeben. Vor allem die Katalysierung war manchmal so störrisch, sperrig, kann ich sagen. Aber natürlich, jetzt würde ich sagen, geht's rasch. Das ist kein Problem. Auch von zu Hause aus habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe jetzt da nicht das Problem, um Gottes Willen, da geht jetzt gar nichts weiter, der Bestellvorgang kann nicht abgeschlossen werden. Also ich würde mal sagen, in meinem Arbeitstempo, wie ich normal arbeite, und das ist jetzt nicht so langsam, möchte ich sagen, das ist kein Problem. Also mir fällt es nicht auf. Auch die Ausfallszeiten, die kann ich in Minuten messen. Seit 2017 hatten wir einen Stillstand von Alma vielleicht 3 Minuten, 4 Minuten gefühlte oder gesehene. Also ich will jetzt nicht auf die Idee kommen, Equivis zu verklagen oder Haftung einzuholen dergleichen, weil die Software gestanden ist. Also das ist fast unbemerkt. Wir hatten eigene Systeme im Haus, die oft dann stundenlang nicht gegangen sind. Das ist mit Alma eigentlich nie der Fall gewesen. Okay. Jetzt kommt es, glaube ich, eher so zu generellen Fragen. Gibt es Kontakt zu anderen Alma-Nutzern, beziehungsweise sind die Alma-Nutzer in irgendeiner Form organisiert? Wie sieht der Austausch aus und wie hilfreich ist das, wenn es das gibt im täglichen Arbeiten? Also ich muss dazu sagen, wir haben den großen Vorteil in Österreich, dass wir eine relativ große Community sind über den österreichischen Bibliothekenverbund und da meistens die meisten Fragen beantwortet werden können. Also wenn ein Kollege, der Herr Rappmann, ein kleineres Problem hat, dann ruft er halt den Kollegen in Wien an. Also das sind dann die großen Universitätsbibliotheken, die meist mit diesen Problemen, mit denen wir ab und an zu tun haben, schon öfters zu tun gehabt haben und dadurch rasch Lösungen gefunden werden kann. Aber was mir auch persönlich eigentlich recht viel Spaß macht, ist, dass die weltweite Community, ich bin selber Nutzer der IGLU-Mailingliste und passiert eigentlich jeden Tag viel E-Mail-Verkehr. Und das sind Anfragen von der ganzen Welt. Egal, ob das jetzt Australien ist oder die Kalifornien, ob das Indien, China, glaube ich. Immer wieder ploppen hier dann die Bibliotheken weltweit auf aus Frankreich mit Fragen, wie funktioniert das? Hat dies schon wer gemacht? Hat das schon wer gemacht? Und das ist, finde ich, auch wirklich eine tolle Sache. Da merkt man, auch wenn man jetzt nur ein Zweimannbetrieb ist, ein Viermannbetrieb etc., dass man eigentlich nicht allein ist. Und auch in dieser Mailingliste übrigens, wenn man halbwegs mit Englisch sich anfragen kann, sage ich mal dazu, sind auch sehr viele kleine Bibliotheken und Kleinstbibliotheken unterwegs. Also gerade amerikanische Bibliotheken passiert durchaus, da sind halt auch 2, 3 Mitarbeiterinnen an Bibliotheken, die dann mit Alma herumvorwerken und nicht unbedingt jetzt in großen Verbünden hängen. Okay. Einfach schreiben. Das ist ganz einfach. Das ist eine Rückfrage zu einer Frage, die wir vorher beantwortet haben. Da geht es darum, ob man vom Bibliotheca Plus von OCLC zu Alma umsteigen kann, ob das richtig verstanden wurde. Ja, das wurde richtig verstanden. Das ist möglich und ist auch schon gemacht worden. So, dann gehen wir zur nächsten Frage. Ihr habt ja vom Format Map auf Mark gewechselt beim Umstieg. Genau. Sprich, ihr habt das Format geändert und gleichzeitig das System. Wie war das in der Erfahrung? Also war das sehr kompliziert? Ich möchte dazu nicht viel sagen, weil wir haben da jetzt einfach zu 100% profitiert vom österreichischen Bibliothekenverbund. Wenn ich jetzt sage, es war easy, dann nur aus der Sicht der EV St. Pölten, weil wir damit nichts zu tun gehabt haben. Wir haben uns nur anfreunden müssen letztendlich mit den Felderbezeichnungen etc. Also aus Anwendersicht. Aber die eigentliche Arbeit wurde nicht von uns geleistet. Wir haben damit nichts zu tun gehabt. Das haben dann die großen Einrichtungen bzw. der österreichischen Bibliothekenverbund gemeinsam mit Equivis gemacht.
Und das war gut so. Das war eine Sorge, die wir nicht gehabt haben. Und im Nachhinein funktioniert das ganz gut. Und ich bin froh, dass wir Marktdaten verwenden, weil wir da einfach international austauschbarer sind, unsere Daten. Und ich bin ein großer Anhänger von offenen Daten und Datenaustausch. Und mir wäre da viel lieber, dass da viel noch mehr passieren wird in Zukunft. Also meine Wunschvorstellung wäre gleich, wenn ich das so sagen kann, mit OCLC tauschen, da einen gemeinsamen Datenpool, den jede Einrichtung auf der Welt nutzen kann. Ja. Okay, dann hier ist noch eine Rückfrage zum Einspielen von Daten. Wäre das schnelle Einspielen der Daten und das Wiederlöschen der EBS-Pakete nicht auch mit Alessino und Primo möglich gewesen oder mit einem anderen Discovery Service? Nicht so leicht. Also mein Kollege hat gesagt, das war in Alefino immer sehr, sehr kompliziert und über Umwege. Einspielen ja, aber rausnehmen echt extrem kompliziert. Ja. Die haben das sehr oft einfach händisch gemacht. Weil außer man ist klug und man macht alles mit Maschen und hat schon vorher weiß schon vorher ganz genau, wie man die Daten wieder findet. Aber letztendlich Alefino basiert ja nicht auf einer Oracle-Datenbank, sondern so eine textbasierte Textwurst, und da ist es nicht ganz so trivial. Ich habe da sowieso keine Ahnung davon gehabt. Also ich hatte noch nicht Daten in ein SQL-Format gebracht und dann abgefragt mit MySQL und dergleichen. Also das ist für mich alles fachchinesisch, und ich bin froh, dass ich damit nicht allzu viel zu tun habe. Aber das ist mit Alma auf jeden Fall keine große Sache. Noch dazu muss man halt sagen, sehr viele dieser Fremddaten finde ich ja schon in Alma. Ich finde jetzt entweder in der Verbundzone oder in der Gemeinschaftszone. Da gibt es mit unterschiedlichster Qualität natürlich, aber als kleine Einrichtung sage ich, wenn ich jetzt einen großen Datenpool mit 30.000 E-Büchern oder sage ich mal, wie hat es, um keinen Markennamen zu sagen, also ein Campus Complete Angebot von E-Books, da sprechen wir von 100.000 E-Büchern, die kann ich wirklich über Nacht einspielen in meine Systeme. Und die möchte ich vielleicht dann unter Umständen wieder mal rausgeben, weil man es nicht mehr leisten kann, ist so ein Lizenzsystem. Da müssen die halt auch wieder schnell raus. Ja. Und diese Daten habe ich ja schon vorrätig. Ja. Okay, nächste Frage, das geht wieder in einen anderen Bereich. Was passiert, wenn ein Brief gemahnt werden muss? Ein Brief, also ein Mahnbrief geschickt. Ja, Das passiert genau. bei uns nur per E-Mail. Außer die letzte Mahnstufe, da bekomme ich dann quasi auch wieder ein E-Mail zugeschickt an unser Ticketsystem, was ich kurz vorher hergezeigt habe, quasi mit dem Titel Letzte Mahnung. Und dann gehe ich her und tippe quasi ganz altertümlich einen letzten Mahnbrief und schicke den eingeschrieben per Post an den Nutzer. Ansonsten passiert eigentlich alles über E-Mail. Okay, dann habe ich hier noch eine Frage, da geht es jetzt wahrscheinlich um das Certificate Training, das hat sich sehr englisch angehört. Welche Materialien sind denn auf Deutsch verfügbar? Ha, bin ich überfragt? Ich glaube nicht vieles, oder? Roland? Das kann ich beantworten, sehr viel. Die gesamte Oh. Online-Hilfe ist auf Deutsch verfügbar. Okay. Und die ist auch frei zugänglich für jedermann, egal ob Alma-Kunde oder nicht. Und dann sind auch Trainings auf Deutsch verfügbar. Na, die Schulung, Nicht sowas, das ist alle, also dann. das Certification Training ist tatsächlich nur auf Englisch verfügbar, aber sonst ist es auch auf Deutsch verfügbar. Ich muss dazu auch gleich Eigenlob sagen oder Lob für die Österreicher. Es gibt eine wunderbare Katalogisierungsoberfläche, die Katalogisierungshilfe, also quasi für die klassische Katalogisierung in Mark und in Alma auf der Seite der österreichischen Bibliothekenverbundes. Frei zugänglich auch. Okay. Katalogisierungshandbuch gleich heißt es. Also wenn Sie mit Google suchen, Katalogisierungshandbuch, dann finden Sie es, glaube ich, gleich ganz oben und können Sie frei nutzen. Und da werden sehr viele Dinge einfach schon, wie sie in deutschsprachigen Verbünden eben so gehandhabt werden oder in deutschsprachigen Bibliotheken so gehandhabt werden, mit Alma Fragen beantwortet. Also mir ist das immer eine große Hilfe bei Spezialproblemen, nachdem ich auch kein Katalysierungsprofi bin. So, wir sind jetzt eh schon fast am Ende. Ich habe jetzt noch eine Frage, die ich noch in den Raum werfe. Wie viele Medieneinheiten hat die kleinste Alma-Bibliothek? Die kannst du wahrscheinlich nicht beantworten. Ich kann jetzt auch die Anzahl der Medieneinheiten nicht beantworten. Ich kann aber zumindest sagen, dass die kleinsten Bibliotheken, die mit Alma arbeiten, 3 Mitarbeiter haben und eigenständig arbeiten. Und in Österreich im Verbund gibt es auch Bibliotheken, die nur einen Mitarbeiter haben und mit Alma arbeiten.
Aber ich habe jetzt eigentlich keine Informationen zu den Medieninhalten. Und die restlichen Fragen, die ich jetzt hier noch sehe, die sind schon beantwortet worden. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir eh die Zeit gut ausgenutzt. Darf ich Christian, noch ich möchte ganz dir noch mal ganz, ja, bitte. zu der kleinsten Bibliothek möchte ich sagen, wenn ich jetzt nur in der klassischen Printwelt bleibe, dann tun mir natürlich ein Vielfaches leichter. Also wenn ich jetzt nur Bücher katalogisiere, muss vielleicht gar nicht einmal die Erwerbung mache, sondern nur katalogisieren und Ausleihe plus, sage ich mal, Fernleihe, dann ist das kein Problem, dann kann man das auch allein machen. Zu zweit überhaupt kein Thema. Wenn ich in Richtung elektronischer Ressourcen gehe, wird das Ganze ein bisschen komplexer. Und da muss man halt einfach viel mehr Aufwand treiben, sage ich mal, um das halbwegs gut zu machen. In der Printwelt alleine traue ich mir auch zu, alleine mit Alma zu arbeiten. Ja, Das ist dann, okay. also wenn ich ein paar tausend Titel habe und die halbwegs vernünftig bearbeiten möchte, auch mit der Werbung, dann kann ich das ja mit Alma sicher alleine machen. Ist nochmal ein super Hinweis. Super. Vielen Dank. Christian, Wieder. ich möchte dir nochmal Gerne. ganz herzlich danken für die Zeit und für die Präsentation und dass du auch die ganzen Fragen noch beantwortet hast. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern und Zuhörern und Fragenstellern, dass sie so aktiv mitgemacht haben. Wir werden eine Aufnahme dieses Webinars an Sie alle verschicken. Da können Sie dann nochmal reinschauen. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie sich natürlich jederzeit gerne auch an uns bei Exlibris wenden. Oder Christian, du hast auch angeboten, dass man sich auch an dich wenden darf. Also, wir Jederzeit. würden uns freuen, wieder von Ihnen zu hören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Wiederschauen. Wiedersehen.